Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Fahrt im TSW 3 unterwegs mit dem Talent 2 der VVO. Und zwar sind wir auf der Strecke Dresden-Chemnitz und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, rüsten auf und schauen, dass wir losfahren. Richtungswende nach vorne und Türen links auf. Einmal die Bildschirme auf dunkel gestellt, damit wir auch was gescheit sehen können. Dann, warum es hier in den Bahnhof hineinschneit, ist mir ein Rätsel. Aber dafür machen wir mal den Scheibenwischer an. Können wir ruhig auch mal ein bisschen höher stellen. Genau. Ja, also in den Bahnhof selbst schneit es gar nicht hinein. Aber ich weiß nicht, warum trotzdem hier auf der Scheibe die Animationen da sind. Sei es wie es sei, wir stehen einmal ganz kurz auf. Und nehmen mal die Sonnenbrille runter, dann können wir einmal hier vorne die PZB anmachen. PZB Überbrückung Bremse, ne? Die Sichtfahr lassen wir mal aus. Batterie ist an. Dann machen wir mal die Tür zu. Ja. Dann können wir eigentlich soweit abfahren. Na, Moment, die PZB ist aber nicht an. Warum denn nicht? PZB isoliert. Und ziehen wir die Bremse kurz an. So. PZB isoliert. Und Richtungswende. Jetzt kann ich den Richtungswender nicht mehr bewegen. Isoliert. Ne, geht immer noch nicht. Wo ist denn das Problem? Parkbremse ist gelöst. Das passt, glaube ich, soweit. Ja, Fisse und so brauchen wir jetzt gerade nicht, sondern eigentlich nur die PZB. Klimaanlage, Lampentest. Nee, meine Steuerung Enter. PZB geht nicht an. Aber jetzt gehen auch die Displays nicht an. Ah, der Generalschlüssel. Ja, natürlich. Der Generalschlüssel. So. Jetzt auch nach vorne und jetzt haben wir zwar ordentlich Verspätung, aber gut. Auf geht's. Machen noch die Zuglichter an. Führerstandsbeleuchtung lassen wir erstmal aus. Spitzensignale sind eingestellt. Schauen wir auch, dass wir vorne dreimal weiß haben. Haben wir. Ja, keine Ahnung, ob wir schon mal hier zusammen im Talent 2 unterwegs waren. Aber spätestens jetzt sind wir es. So, wir sind übrigens heute ordentlich im Schneesturm unterwegs. PZB haben wir uns erstmal befreit. Die PZB macht auch interessanterweise keine Geräusche. Boah, also FPS-technisch gerade ein bisschen schwierig hier am Bahnhof. Wir sind ein bisschen zu schnell. So, wir dürfen eigentlich nämlich nur 40 fahren. Ein Fenster hier. Können wir eigentlich ein Fenster runter machen? Ich glaube, wir können nur eine Tür aufmachen, oder? Ja, gar nicht. Kleine Buchfahrplanleuchte machen wir uns auch noch an. Und dann halten wir als nächstes in Dresden-Plauen. Unsere Fahrt führt uns bis nach Tharandt, sind also gut 20 Minuten Pi mal Daumen unterwegs. So.
So, ja, jetzt haben sich die FPS auch gefangen. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen besser. Ja, ordentlich im Schneesturm unterwegs, ne? Haben wir denn nicht eigentlich so ein Geschwindigkeits... Wir haben doch so ein Tempomaten. Wie kriege ich den Tempomat an? Das wäre jetzt natürlich noch eine Frage. Tempomat an. Okay, gut, da kriegen wir das hin. So, einmal den wieder umgestellt. Und wir dürfen 70 fahren. So, und einmal auf 70 eingestellt. Ah, 143 hier vorne und 146. 143 müssen wir auf jeden Fall auch mal wieder fahren. Haben wir, glaube ich, auch schon wieder eine ganze Zeit nicht gemacht. So, können mal nebenbei hier ins FIS. Und dann können wir als Ziel Tarant, ja. Haben wir? Ich kann es nirgendwo sehen. Ah, doch, da hinten. Vorne ist einfach nur komplett zugeschneit. So, Leistung raus und bremsen. Wir haben ja sehr schlechte Traktionsverhältnisse hier heute. Da sollten wir definitiv nicht zu spät anfangen zu bremsen. So wie jetzt zum Beispiel. Das funktioniert schon mal überhaupt gar nicht. Sehr gut. Zählt das noch? Nein, das zählt nicht. Oh, toll. Einmal bitte weggucken. Muss man einmal ein bisschen zurücksetzen hier. Macht man natürlich nicht, aber wenn der TSW den Halt nicht anerkennt, dann können wir die Fahrt auch schlecht fortsetzen. Dürfen nur nicht über dieses Signal hier hinaus. So, und mit etwas Glück reicht das auch schon. So, Türen auf. Und Fahrtrichtungswende wieder nach vorne. Türen zu. Und beschleunigen. Oh, hier ordentlich Funkenflug, ne? Hier schön am Panto wieder die Funken hin und her fliegen. Ja, ach, das ist doch herrlich. Nächstes Halt ist Freital Potschappel. Und wir stellen mal den Tempomaten ein. Und ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Das heißt also, wir können dann jetzt ungefähr den Tempomaten auf 100 setzen. 2,4 Kilometer noch. Wenn wir ungefähr 1 Kilometer vor dem Halt sind, sollten wir vielleicht anfangen zu bremsen, damit wir nicht schon wieder über den Bahnsteig hinausschießen. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Und das T, das steht für Tarant, vermute ich mal.
kriegen wir schon hin. Die Autos fahren natürlich auch sehr langsam hier bei dem Wetter. Ich fange schon mal langsam an zu bremsen. Und einfach mal ein bisschen rollen lassen. Ich weiß nicht, ob das haltzeigende Signal für uns ist. Nein. Das halt ankündigende Signal natürlich. Kein halt zeigendes Signal. So, und jetzt bremsen wir mal. Gucken, dass wir nicht jetzt gleich wieder über die Gleise schlittern, sondern halbwegs gescheit zum Halten kommen. So, Signal zeigt Fahrt an. Und hier vorne ist der Bahnsteig von Freital. Hier dann auch übrigens 110 km/h, die wir fahren dürfen. Ich weiß nicht, ich muss immer bei der Geschwindigkeitstafel mit der 11 an 111 km/h denken. Wir sind schon wieder zu schnell, oder? Ja, doch, ja. Also echt schlechte Verhältnisse hier. Und ein sehr, sehr schlechter Fahrstil meinerseits. Tja, ne, was soll man machen? Beides gepaart ergibt leider die ein oder anderen ja so semi-optimalen Halte. Ja, auch semi-optimal, wenn man natürlich hier hält, dass dann die KI denkt, hier irgendwelche Stunts machen zu müssen. So, und auf geht's. Nächster Halt, Freital Deuben in 2 Kilometern. Da müssten wir theoretisch in 35 Sekunden da sein. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Da lehne ich mich auch nicht zu sehr aus dem Fenster, wenn ich das behaupte. So, versuchen wir mal ein bisschen hier zu beschleunigen. Wir dürfen 110 fahren. Bis wir die 110 erreicht haben, müssen wir eh schon wieder anfangen zu bremsen. So, 110 haben wir nicht mehr erreicht, sondern nur 100. Und ich fange jetzt lieber schon mal an zu bremsen. Vielleicht sollten wir nicht mit 60 am Bahnsteigsanfang sein, sondern eher so mit 40 bei solchen Verhältnissen. Ja, ich glaube, diesmal passt das von der Bremskurve her ganz gut. Obwohl, sind mit 40 am Bahnsteigsanfang. Links fährt eine 612er Doppeltraktion vorbei. Und wir halten. Der braucht schon echt lange zum Stehen, ne? Das ist schon krass. Okay, dann Türen wieder zu
Oh, nur eine Minute Verspätung, das ist ja eigentlich ganz okay. Dafür, dass wir schon Startschwierigkeiten hatten und dann der Halt von vorhin. Freital-Heinsberg in 1,3 Kilometern. Gucken wir mal, dass wir auf Geschwindigkeit kommen. Ich nehme mal wieder hier den Sander dazu, auf vorderes Drehgestell anwenden, auf hinteres Drehgestell anwenden. Aber nehmen wir mal das vordere. Kann ich nicht, ich würde gerne auf beide. Kilometer. Ja, also so richtig beschleunigen können wir hier sowieso gar nicht. So, und da vorne kommt auch schon Freital-Heinsberg hinter der Kurve. Na, hinter der nächsten Kurve. Der Bahnhof, den sehen wir jetzt schon. Schauen, dass wir wieder mit 40 am Bahnsteig anfangen sind. Rechts von uns sind noch die, ich war gerade im Begriff zu sagen, Miniaturgleise, nee, die Schmalspurbahn hier mit den Donnerbüchsen. Und beziehungsweise, nee, das sind gar keine Donnerbüchsen, das sind Rekowagen, ne? Wurde mir zumindest mal gesagt. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Die einzigen Wagen im deutschsprachigen TSW-Bereich oder im deutschen TSW-Bereich, die in diesem Sinne nur als 3D-Modelle da sind, aber nicht fahrbar sind. Fand ich irgendwie damals sehr interessant. Ich dachte, da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr, was so in diese Richtung so angeht, an Fahrzeugen. Aber es blieb bisher nur bei diesen Personenwagen hier, von denen ich echt gesagt nicht mal genau weiß, wie die im Inneren ausmodelliert sind, weil man da nicht so richtig reingucken kann. Gut, es ist auch gerade sehr dunkel so. Aber schön irgendwie, ne? So dieses Bild mit hier oben der Talent, unten die auch die alten Wagen. So, Türen zu. Sonst noch irgendwas machen? Zug Besi. Neue Taufe. Ja. W. Neutaufe. Status. FIS. Das ist interessant. Aktueller Zustand. Parkbremse. Direkte Bremse, indirekte Bremse. Schnellbremsventil. Hauptluftleitung, Federspeicher. MG-Bremse, Sendung, Gleitschutz, Luftpresser. Bremshundertstel, 194%. Ob das stimmt? Freital-Heinsberg West. In einem Kilometer. So. Ja, vermutlich ist schon ein bisschen zu schnell. Ja. Ja. Wahnsinn. Wie wir einfach drüber rauschen. Meine Güte. Okay, hat er zum Glück noch gezählt. Ist natürlich in echt absolut nicht
in Ordnung so zu halten, aber das ist ja zum Glück nur eine Simulation, ne? Wisst ihr ja Bescheid, Instrumentenbeleuchtung ist immer. Ah, und die können wir uns ein bisschen runterdimmen. Ah ja, so, schon besser. So, Türen zu. Wir haben fast unsere Verspätung wieder eingefahren. Beziehungsweise eingeholt. Sich Verspätung einfahren bedeutet ja das Gegenteil, ne? Dass man Verspätung aufbaut, oder? Wobei es rein von der Wortbildung her auch wirklich heißen könnte, dass man sich Verspätung, dass man sie wieder rausholt. Generell eine interessante Formulierung, oder? Verspätung rausholen. Wo holt man sie denn raus? Hm. Schon interessant. Tarant ist auch interessanterweise unser nächster und letzter Halt. Denn hier endet die S3. Die fährt nämlich nur bis Tarant. Und ja, schauen wir mal, dass wir den halt noch gescheit hinbekommen. So, das war die Ankündigung auf 90. Und da wird uns ein Halt angekündigt. PZB-Bremskurve müssen wir jetzt gerade zum Glück nicht beachten. So, wir lassen mal rollen, bis wir den Bahnsteig sehen. Das Haltzeigensignal wird sicherlich erst hinter dem Bahnsteig sein, beziehungsweise am Ende des Bahnsteigs. Insofern braucht uns das nicht wirklich zu tangieren. Wir müssen nur aufpassen, dass wir natürlich nicht vom 500er abgeschossen werden, vom 500 Hertz Magneten. Ja, ein bisschen können wir vielleicht noch beschleunigen. So. Das dürfte reichen. 500 Meter noch bis zum Bahnsteig von Tarant. Oh. Ah. Oh. Was habe ich denn da übersehen? Das ist ein nerviges Geräusch, ne? Die 60. Tja, der Magnet hat uns abgeschossen. Gerade noch davon geredet, dass uns hier ein Magnet abschießt und dann das. Ist aber auch böse, ne? Versteckt hinter der 90. So, Bremse löst sich. Null Bahn Bremszylinder, dann auf geht's. So. Viel mehr beschleunigen wir jetzt auch nicht. 500 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Und wir halten hier. Was war das denn? Weiß ich jetzt auch nicht, warum die PZB gerade ein Geräusch von alleine von sich gegeben hat. Ich habe nichts bestätigt. So, wir halten an. Öffnen die Türen. Oh, wir sind nicht nah genug am Signal, hat er nicht erkannt. Na. Ja. Beziehungsweise am Haltemarker. So. Das ist eine kleine Doofheit hier vom TSW. Uns zwingen hier nochmal weiter zu fahren, damit er den Halt erkennt. So. Und dann ist natürlich nicht so viel Spielraum, weil hier direkt das haltzeigende Signal vor uns ist.
Ja, gut, hat er erkannt. Einmal die Türen auf. Und dann, würde ich sagen, wandern wir noch einmal hier kurz durch den Zug. Ne, so sieht er hier von innen aus, unser Talent 2. Und hey, ich wollte noch kurz hier, genau, den von außen zeigen. Der fährt jetzt wieder zurück Richtung Dresden. Ne? Steht auch, glaube ich, hier Dresden Hauptbahnhof. Und zwar fährt er ab um 9.02 Uhr, also in einer Minute. Hat jetzt gerade die Türen aufgemacht für die Fahrgäste. Also die KI hat jetzt die Türen aufgemacht. Ups, wir sind ins Gleis gefallen. Genau. Dann verabschiede ich mich von euch mit diesem Bild hier und bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.